Was geht ab, liebe Pöllers Bande? Herzlich willkommen schon wieder zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Und es ist schon wieder ein Reaction-Video. Ein Reaction-Video ist nicht schwer, da kommt schon das zweite. Bitte sehr, wir reagieren auf Gamer Brother, denn Borussia Dortmund, ja, beschäftigt momentan viele Leute. Auch er hat sich geäußert rund um den BVB in der Bundesliga und Trainer Edin Terzic. Und genau das gucken wir uns jetzt an. Viel Spaß. So, Freunde, ihr kennt das Spielchen. Wir sind in der entsprechenden Reaction-Szene und eins will ich vorweg schicken. Ne? Wenn ich mich erkältet anhöre, dann tut mir das schrecklich leid, dass ihr mit dieser Stimme vorlieb nehmen müsst. Dann liegt das aber auch einfach daran, dass ich tatsächlich einfach schon wieder erkältet bin. Mein Immunsystem ist momentan ungefähr so stabil wie die Leistung von Borussia Dortmund gegen München und Stuttgart. Also gar nicht mal so sehr. Das hält uns aber nicht davon ab, auf dieses wunderbare Video von Simon zu reagieren. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein. Und ja, Dortmund-Stuttgart. Ich weiß noch nicht ganz, was ich von Dortmund diese Saison halten soll. Also, ich habe ja vor 2-3 Wochen noch gesagt, dass ich Dortmund diese Saison nicht abschreiben würde. Prinzipiell bleibe ich auch dabei. Damals war die Ausgangslage halt noch eine andere, ne? Damals war das so, dass Dortmund keinen guten Fußball gespielt hat, aber einfach viele Spiele gewonnen hat. Und jetzt kommst du halt langsam in so einen Bereich. Deftige Niederlage gegen die Bayern. Du bist 90 Minuten lang in Stuttgart unterlegen. Also das Ding ist halt, bei Dortmund, ich sag euch ehrlich, meine Meinung zu Borussia Dortmund, ich persönlich, und das wird ein Dortmund-Fan nicht gerne hören wollen, wäre ich Dortmund-Fan, da würde ich mir jetzt bei dem, was ich sagen werde, denken, halt bitte einfach deine Fresse. Aber dass ihr diese Saison... Dann halt doch bitte einfach deine Fresse. Nein, wir hören uns jetzt erstmal an, was du zu sagen hast und vielleicht zerlegen wir dich dann, ne? Aber erstmal reinhören. Rein spielerisch nichts reißen werdet, ist einfach irgendwo der normale Lauf der Dinge. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, dass ihr da über 10 Jahre am Stück jedes Jahr ein Weltklasse-Talent im Kader hattet, das ist halt einfach meines Erachtens nach ein Freak-Accident. Dass es irgendwann auch mal diese 1-2 Jahre Leerlauf geben wird, das war ja eigentlich klar. Und dann muss man einfach dieses Jahr sagen, sind einfach Bayern München und Leverkusen, vor allem Leverkusen, wo man jetzt vielleicht nicht so extrem mit hätte rechnen können, einfach ein Punkt drüber. Und ich kann verstehen, dass man das als Dortmund-Fan nicht hören möchte, aber ich würde da nicht alles schwarz malen, weil ihr habt trotz allem einen sehr, sehr ordentlichen Kader zusammen. Ihr habt trotzdem Spieler im Kader, die noch den nächsten Step machen können und die auch bei euch den nächsten Step gemacht haben. Ich halte zum Beispiel unfassbar viel von Julian Brandt. Was ja euch einfach fehlt, ist meines Erachtens nach ein neuer Trainer. Ich bin kein großer Fan von Edin Terzic. Und bevor wir dann uns gleich weiter anhören, was uns noch fehlt und was wir verändern müssen und so weiter und so fort und in irgendwelche Lösungsansätze gehen, nehmen wir jetzt erstmal Bezug auf das, was du gesagt hast. Und jetzt mal kurz auf Ernst, bisher als BVB-Fan, der ich ja nun mal bekennenderweise bin, sage ich jetzt nicht irgendwie, halt doch bitte die Fresse. Natürlich will man das vielleicht nicht hören, aber ich im Gegensatz zu anderen Personen mache jetzt nicht die Augen und Ohren zu. Das ist halt leider die Realität, die du da auch einfach ansprichst. Und auch wenn das unbequem ist und man das nicht hören will, ist es doch so. Also ich habe damals schon gesagt und jetzt ist es natürlich super leicht im Nachgang zu sagen, ja, ich habe es immer schon gewusst, ne? Aber ich habe damals auch schon gesagt, also das ist sehr auf Kante genäht. Wir haben halt immer dieses Talent, wir hatten immer dieses Händchen, aber du musst halt mal daneben liegen und dann, also klar, diese Philosophie, die ist schon erkennbar und die ist auch folgerichtig gewesen und wir haben das auf einem absoluten Top-Niveau gemacht. Aber das ist halt auch immer doch so ein bisschen eine Glückssache, weil du kannst vielleicht ein Riesentalent haben und dann funktioniert es trotzdem aus irgendwelchen Gründen nicht. Und ich würde sogar sagen, wir haben auch aktuell wieder dieses Talent bei uns im Kader. Den hat nur momentan extern keiner auf dem Schirm, weil er einfach nicht wirklich zum Einsatz kommt und das ist Julien Duranville. Also du hast einen, den du dahingehend wieder entwickeln kannst, zum nächsten Jadon Sancho zu werden oder zu was weiß ich nicht, keine Ahnung, Christian Pulisic oder was auch immer man da hatte, ne? Das Problem ist, der Junge hatte halt diese Minuten gegen Mainz. So, und ansonsten ist der durchgehend verletzt. Und Edin Terzic hat ja jetzt zum Beispiel zuletzt auch nochmal gesagt, den wollen wir jetzt behutsam aufbauen. Der hat ja fast ein Jahr lang mit muskulären Geschichten zu tun gehabt, immer wieder und auch mit schweren muskulären Geschichten. Und den jetzt irgendwie zu verheizen, macht halt null Sinn, weil der ist ja auch noch im Wachstum und so. Das heißt, da täte man dem Jungen gar keinen Gefallen. Wir haben so einen. Ja, wir haben auch mit Jamie Bynoe-Gittens so einen und wir haben auch mit Moukoko so einen und wir haben auch mit Reyna ein großes Talent. Also alleine auch bei Reyna, schöne Grüße an den Scout Flo Blüchel nochmal, der den vom
Potenzial, also Rayner jetzt, wenn es wirklich gut läuft, ne, so das Best-Case-Szenario für Rayner eintritt, er verletzungsfrei bleibt, Spielzeit bekommt und, der hat dem einfach ein Weltklasse-Potenzial attestiert. So, und ich habe einen Rayner auch noch nicht abgeschrieben. Fußballerisch kann der einiges und ein Jamie auch und ein Mucki auch. Du musst die Jungs halt einbinden, du musst sie spielen lassen, Fehler machen lassen, sich entwickeln lassen und dann hast du die auf diesem Niveau. Und ich gehe auch mit bei dir, dass du sagst, wir haben einen ordentlichen Kader, aber Stand jetzt hast du diesen Unterschiedsspieler einfach auch nicht mehr. Und du hast Jungs, die ich gerade auch genannt habe, die bei uns den nächsten Step machen können, wenn denn einfach die Umstände passen. Und die passen momentan nicht. Wir haben auch zum Beispiel im Nachwuchs ein paar Jungs wie Bamba, wie vielleicht doch nochmal Kamara und Rajkov und was wir da nicht haben, Paris Brunner, Riesentalent, die aber sich auf diesem Niveau dann einfach auch zeigen dürfen müssen. Und wie gesagt, auch eingesetzt werden müssen, weil auf diesem höchsten Bundesliga-Niveau, ja, mit den Jungs zu trainieren jeden Tag ist natürlich schon geil, aber diese Wettkampfpraxis, die ersetzt dir kein Training der Welt. Also deswegen, bisher gehe ich da komplett mit und würde jetzt nicht sagen, halt die Schnauze, sondern Real Talk, so ist es, ne? Und euch fehlt einfach wieder dieser eine Unterschiedsspieler in der Offensive. Den habt ihr halt einfach. Ja, okay, ihr habt es vorweggenommen, aber da sind wir uns einig. Gerade nicht, ne? Und dann kommen halt noch so ein paar andere Faktoren zusammen, dass du halt gerade, und das kannst du halt so auch nicht, es ist bei Dortmund wirklich schon, und wie gesagt, das will kein Dortmund-Fan hören, weil es gibt auch Sachen, die ihr wirklich verbockt habt. Es gibt auch Sachen, die ihr verbockt habt. Ihr habt doch in dieser Transferperiode im Sommer Sachen gemacht, wo man dann im Nachhinein sagen kann oder auch schon bei den Verpflichtungen selbst sagen konnte, vor allem wenn man mal nach Leverkusen schaut, die haben es schon deutlich besser gemacht. Aber der ganz große Punkt, und da kann man dann auch der Vereinsführung keinen Vorwurf machen, sind für mich zwei ganz, ganz, oder ein ganz, 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 ganz großer Punkt, ist, dass du gerade eigentlich drei respektive, ich würde sogar eher sagen, vier Spieler im Kader hast, wo du das einfach nicht einplanen konntest, oder zumindest nur bis zu einem gewissen Grad, dass die halt diese Saison so unter ihren Möglichkeiten bleiben. Ich habe das ehrlicherweise nicht kommen sehen, dass ein Allaire seine Chemotherapie, seine Krebserkrankung nochmal so einholen wird, weil der war ja in der Rückrunde wieder extrem stark. Und du siehst dem ja an, dass der aktuell, der läuft mit 10% übers Feld. Da geht wirklich nichts. Der ist wirklich einfach gar nicht auf der Höhe. Tut mir auch für den Spieler brutal leid. Aber da kannst du ja jetzt nicht Dortmund-Kaderplanung einen Vorwurf machen, weil der war letzte Rückrunde übertrieben stark. Und der ist halt einfach jetzt gerade in einem unfassbar tiefen Loch. Ja. Also, da eingehakt, ne, auch immer der Vergleich mit Leverkusen, die haben es so viel besser gemacht. Das ist halt immer leicht, rückblickend, weil ich sag dir ganz ehrlich, ich will da auch nicht tauschen, ne? Ich finde, Transfers generell sind schwierig. Du kannst natürlich nach Wahrscheinlichkeiten gehen, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Spieler zu deinem Spielsystem passt, dass er fußballerisch einfach das mitbringt, was du als Trainer brauchst und so weiter und so fort. Natürlich kann man passend scouten. Und Leverkusen hat das ohne weiteres gemacht. Also Xabi Alonso hat wahrscheinlich sehr klar umrissen, was er braucht. Und dann wurde genau das für seinen Kader auch eingekauft, ne, hundertprozentig. Aber mein Lieblingsbeispiel ist zum Beispiel ein Chiro Immobile bei uns, ne. Ja, der wurde halt nicht zum Essen eingeladen damals und der hat sich einfach nicht wohlgefühlt. Das hat einfach regional nicht gepasst. Der kam aus Italien, wo er alles zerschossen hatte, ist beim BVB, trifft der Scheunentor nicht, ja, der Ball geht immer ins Weltall, ne, Sergio Ramos lässt grüßen damals, ja, wie so ein Meme, dann ist er bei Dortmund wieder weg, ist wieder in Italien und zerschießt da wieder alles, als wäre nie was gewesen. Und das kannst du nicht einplanen, also wir könnten zum Beispiel auch Messi und Ronaldo verpflichten, ja, als es damals irgendwie hieß, ja, holt Ronaldo, und dann funktioniert dieser Weltklasse-Spieler nicht aus mehreren Gründen. Das ist halt immer so ein bisschen Lotterie bei Transfers, aber nochmal, das ist immer dieses Risiko, was bei jedem Transfer, bei jeder Kaderplanung mit reinzählt. Ne? Du weißt es im Vorfeld nicht und im Nachgang bist du immer schlauer. Ich zum Beispiel habe mich auf Benze Baini gefreut, ne? Weil ich schon dachte, okay, rein von dem Skillset und auch von der Körperlichkeit und von dem, was er vielleicht als Linksverteidiger in der Viererkette tun soll unter Edin Terzic, ist es sogar ein Upgrade zu Rafa. Nicht technisch oder so, ne? Sondern einfach von dem, was vielleicht gebraucht wird. Funktioniert nicht. Und mit Allaire, du hast recht, das habe ich zum Beispiel jetzt auch nicht so erwartet, ne, dass das so passiert. Und da kommen wir zu dem Punkt, auf den ich eigentlich auch hinaus wollte. Ja, Boniface wurde ja auch dem BVB angeboten. Ja, richtig, aber wohl zu einem Zeitpunkt,
im laufenden Ligabetrieb in dieser Rückrunde, wo, wie Broski gerade richtig sagt, Alea auch super stark war. Wo der BVB einfach auch sagt, nee, brauchen wir nicht, weil wir haben Alea, der funktioniert, der performt, der macht Malen und auch Adeyemi neben sich stärker. Die drei spielen sich immer mehr ein, grooven sich immer mehr ein und dann hat man abgelehnt. So, und dann ist es einfach der richtige Spieler vielleicht gewesen zur falschen Zeit, wo einfach wirklich kein Bedarf da war. Und da kann man dann wirklich einem nicht den Vorwurf machen und dann ist die Saison vorbei gewesen, man geht in die Sommerpause, die Jungs kommen hinterher wieder zurück, machen ihre obligatorischen Tests. Und da hat man ja dann wohl auch bei Alea gemerkt, hoppala, 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 scheiße. Und dann wurde Bedarf auf einmal akut. Und dann war der Spieler aber schon vom Markt, weil Leverkusen den längst verpflichtet hatte. Ne? Also das ist immer schwierig, im Vorfeld immer die richtigen Dinge zu machen und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und es ist super leicht für uns im Nachgang zu sagen, ja, siehst du, hättest du mal besser den Xhaka geholt und hättest du mal besser den Grimaldo geholt und hättest du mal besser das gemacht. Und dann würde der BVB auf jeden Fall genauso spielen wie Leverkusen jetzt und so. Das wüsste man ja gar nicht. Lass mal alle Leverkusen-Transfers beim BVB landen und dann underperformen die, wie Hans-Joachim Watzke sagen würde. Und es funktioniert eben nicht aus diversen Gründen oder so. Und dann aber habt ihr den da verpflichtet? Also das ist im Nachgang immer leicht. Also als Alea damals zu Dortmund geholt worden ist, und die Aussage würde ich heute wieder genauso treffen, da hatte der hat ja ganz kurz danach erst die Krebsdiagnose bekommen. Für mich ist Alea absolut ein Topstürmer in der Bundesliga, der in einem funktionierenden Dortmund immer seine 20 Hütten machen kann. Ja. Und sowas kannst du nicht einkalkulieren. Dass ein Adeyemi leistungstechnisch im Vergleich zu der Rückrunde so abfällt, kannst du auch nicht einkalkulieren. Und, ist mir der Controller aus der Hand gerutscht, du hast halt nun mal auch mit Duranville und mit Bino Gittens und eigentlich auch Gio Reyna drei absolute Ausnahmetalente, die halt aber super krasses Verletzungspech haben. Das ist halt auch alles ein Teil der Wahrheit. Also klar, haben genau diese genannten, und Mukti kannst du wie gesagt auch mit reinnehmen, hatten die auch Verletzungspech und so und haben, ne, Duranville haben wir ja eben ausgespeichert, brauchen wir nicht wiederholen. Aber jetzt, wo sie dann auch teilweise fit sind, also gerade bezogen zum Beispiel auf Gio Reyna und Jamie Bino Gittens, die sind jetzt da. Und jetzt müssen die auch dann einfach mal ihre Minuten bekommen und das ist nicht irgendwie ab der 86., wenn der Drops eigentlich schon gelutscht ist. Ne? Also da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Also es ist bei Dortmund sicherlich nicht alles nur Pech, aber es ist auch nicht alles Unvermögen und es ist alles Kacke. Also da muss man, finde ich, bei Dortmund auch so ein bisschen die Waage halten. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein sehr, sehr krasser Offenbarungseid, dass du gegen die Bayern zu Hause so machtlos bist, dass du so untergehst und auch gegen Stuttgart, auch wenn die gerade eines der Teams der Stunde sind, so heftig, heftig abkackst. Also was mir einfach bei Borussia Dortmund so in den letzten Jahren, finde ich, vor allem jetzt diesen Sommer, was ich sehr kritisieren würde, ist wirklich die Transferpolitik, weil ich bei Borussia Dortmund echt so Parallelen zu Schalke sehe. Ich habe das Gefühl teilweise, da gibt's gar nicht mehr dieses krasse Scouting-Netzwerk, sondern das ist einfach so, hat schon mal ordentlich in der Bundesliga gespielt, komm her. Es ist halt, es wirkt sehr, sehr unkreativ irgendwie alles. Unterschreibe ich dir so. Und da kommt Matthias Sammer, das habe ich jetzt in meinen Videos auch schon gesagt, kommt Matthias Sammer ja eben auch ins Spiel, der genau dieser Fan auch von solchen Transfers ist, von Bundesliga-Transfers, von gestandenen Spielern und so. Das hat er tatsächlich in München ja auch schon so gemacht. Da hat man dann irgendwie, keine Ahnung, Jan Kirchhoff geholt, da hat man dann Mario Götze geholt, da hat man dann von Frankfurt Sebastian Rode geholt, da hat man von Hoffenheim Sebastian Rudi geholt. Das sind genau solche Transfers, die fallen unter Matthias Sammer, Punkt. Und das machen wir jetzt dann weiter. Und nochmal, für alle, die sich ja fragen, was macht Matthias Sammer eigentlich? Er ist der sportliche Berater von Hans-Joachim Watzke. Ja, und da beißt sich die Katze schon in den Schwanz. Warum ist man sportlicher Berater vom Geschäftsführer? Ja, also das habe ich jetzt auch schon mehrfach erwähnt. Das passt einfach nicht. Und vor allen Dingen, ich sage jetzt mal, wenn unsere Scouting-Abteilung zum Beispiel vielleicht wirklich einen soliden Job macht, ja, und viele Spieler, passende Spieler, Talente vorschlägt, vielleicht auch aus dem näheren In- und Ausland, whatever, ja, keine Ahnung. Und die werden einfach so dahin gerotzt, ne? Hier habt ihr 50 Namen. Und dann guckt vielleicht der, weiß ich nicht, Matthias Sammer da mit dem Aki Watzke drüber oder so. Und dann sagt der Matthias Sammer dem Aki, du hör mal, nee, wir wollen aber doch irgendwie dem BVB ein neues Gesicht geben und wir brauchen hier gestandene Bundesligaspieler. Und der Aki hört dann da drauf, weil das sind ja Best Buddies oder so. Dann kann das Scouting nichts machen, dann kann der Kehli nichts machen, der ja nachweislich andere Kaliber holen wollte, wie Cavani, wie Alvarez und Co. Ja, stattdessen ist es dann Modest geworden statt Cavani und Alvarez, wir verlängern halt mit Jan, geben ihm auch die Binde und so.
Und das sind dann Sachen, wo du wahrscheinlich gleich noch drauf zu sprechen kommst, aber das passt in Gänze nicht und das gehört auch zur Kaderplanung. Aber es ist nicht unbedingt der Kaderplaner, es sind nicht unbedingt die Scouts, sondern es ist das ganze Konstrukt, wo es dann nicht passt. Ich kenne es halt aus nächster Hand bei Schalke. Das ist halt Bundesliga, ja, kannst du machen, aber ja, so kopflos wirkt das irgendwie. Also du musst halt schon so ein bisschen die Waage haben. Es ist auch sehr unfair, Dortmund mit Leverkusen die ganze Zeit zu vergleichen. Aber irgendwo musst du es ja machen, weil Leverkusen hat alles, was Dortmund in diesem Sommer falsch gemacht hat, richtig gemacht diesen Sommer. Die haben Leute aus der Bundesliga oder mit Bundesliga-Vergangenheit und Erfahrung geholt. Die haben alles richtig gemacht und dazu herzlichen Glückwunsch von mir. Das ist sehr attraktiver, ansehnlicher Fußball dieses Jahr. Ja, und die letzten 10 Jahre, du hast es ja selber gesagt, haben wir vieles richtig gemacht. Bellingham und Sancho und Pulisic und Aubameyang und alle haben irgendwie immer funktioniert, die wir geholt haben. Und Erling Haaland und Achen Lewandowski kriegst du eh nicht ersetzt und so. Wir haben das halt einfach sehr lange sehr richtig gemacht. Und jetzt macht es halt Leverkusen richtig und wir hatten halt mal Pech. Gut, so ist es halt. Und nochmal, transferier das 1:1 auf den BVB und du weißt trotzdem nicht, ob das so funktioniert hätte. Dann hättest du dafür vielleicht auch den Trainer beim BVB gebraucht. Also das ist, finde ich, super schwierig zu vergleichen. Lasst uns doch lieber einfach anerkennen, dass es bei Leverkusen passt. Aber jetzt zu sagen, der BVB hat alles falsch gemacht und hättet ihr jetzt genau die Leverkusen-Moves gemacht, das sehe ich halt trotzdem nicht so. Hätte Fahrradkette. Oder wie Lothar Matthäus sagen würde, wäre Fahrradkette. Also das ist so spekulativ. Das ist so, ja, wer weiß denn, ob es so gekommen wäre. Bisschen Glaskugel gucken halt, ne? Wie zum Beispiel Jonas Hofmann, super Transfer. Wie zum Beispiel ein Granit Xhaka, auch Bundesliga-Erfahrung, super Transfer. Aber die haben halt auch gleichzeitig dann eben solche Leute wie ein Boniface geholt und da wirklich einen Stil gemacht, ne? Oder auch ein Grimaldo. Wow, Digga, Grimaldo, heilige Scheiße. Was ein Transfer. Der Vergleich wird auch viele Dortmund-Fans nerven, aber du musst dich ja irgendwo, weil das gerade so dein... Nee, vergleich dich nicht. Also ich will mich auch nicht mit Schalke vergleichen, ich will mich auch nicht mit Bayern vergleichen, ich will mich nicht mit Leverkusen vergleichen. Ich fände es ganz geil, wenn der BVB einfach mal wieder sich mit sich vergleicht und einfach mal wieder sich auf sich besinnt und einfach mal wieder auf sich guckt und einfach mal wieder BVB-Dinge tut. Nicht immer Benchmarks sucht, mit wem können wir uns jetzt vergleichen und jetzt vergleichen. Das ist in anderen Firmen auch so, wo ich mir denke, hä, ihr vergleicht euch da immer mit irgendwem? Findet doch mal selber wieder eine Identität, dann brauchst du dich auch nicht mit anderen vergleichen, vergleichen, vergleichen. Nee, find mal deinen eigenen Weg. Hör mal in dich selber rein, was willst du eigentlich, was sollst du darstellen und nicht, wir kopieren jetzt Bayern 04 oder so, das funktioniert nicht, mach doch dein eigenes Ding. Ich will auch nicht Bayern München kopieren, ich weiß schon, was du mit dem Vergleich meinst. Man kann ja da hingucken, sagen, hey, was machen die, was hat bei denen gut funktioniert und dann überträgst du das auf dich und guckst, wie passt das bei dir, aber mach doch mal eigene Moves wieder. Deswegen nervt mich so ein Vergleich mit Leverkusen und so, als wäre das jetzt so die Benchmark, weil sie es jetzt einmal hingekriegt haben. Wow, herzlichen Glückwunsch. Was haben wir in den letzten Jahren immer erzählt? Bayern 04 Leverkusen, diesmal, jetzt sind sie wirklich stark. Ja, jetzt sind sie wirklich mal stark und trotzdem, ne, ich meine, Jens Nowotny war bei dir im Talk. Warten wir da mal ab, wenn Afrika Cup ist. Warten wir da mal ab, wenn die ersten Gerüchte richtig aufkommen und ein Grimaldo lobt jetzt auf einmal Real Madrid und Xabi Alonso hat ganz viele Ausstiegsklauseln und so. Warten wir es da erstmal ab. Trotzdem Lob und Anerkennung für das, was die machen und vergleichen will ich es trotzdem nicht. Dein nächster Konkurrent hinter den Bayern ist, du musst dich ja irgendwo mit Leverkusen vergleichen. Ne. Und da muss man vielleicht dann auch mal drüber nachdenken, ne? Und das ist jetzt bei Leverkusen auch so natürlich jetzt gerade eine krasse Phase. Mit dem Kollegen Xabi Alonso. Aber ich glaube halt auch, dass es Borussia Dortmund mal wieder gut tun würde, einen Trainer dahin zu stellen, der auch so einen gewissen Ruf und Namen hat. So, weil ich glaube, es ist schon ein Unterschied, wenn ich einen Xabi Alonso anruft, Grimaldo jetzt Spanier natürlich nochmal ein anderes Level, oder wenn du mit so einem Edin Terzic da sitzt und darüber redest, wie er dich im neuen System einbauen will. Also ich glaube, Borussia Dortmund würde das auch mal wieder gut tun, vielleicht nach Terzic, sich einen Trainer mit Rang und Namen zu holen, der dafür bekannt ist, Spieler auszubilden. Ich kann dir jetzt gar nicht einen Namen nennen, wen ich nehmen würde. Bin ich selber überfragt. Aber ihr versteht vielleicht meinen Punkt, kann man verstehen, wo ich hin möchte vom Punkt her. Terzic aber als Mensch 1 plus mit Sternchen. Ja, aber ich... Wir haben doch bestimmt ein paar Dortmund-Fans im Chat. Bestimmt, oder? Meine Meinung als Schalke-Fan von außen. Und ich meine das komplett ernst. Könnt mir gerne alle widersprechen. Aber ich gebe es ja zu. Ich bin Schalke-Fan. Und als ich klein war, war Schalke sogar tendenziell ein bisschen größer als Dortmund. Und man war sehr lange auf Augenhöhe. Und eine lange Zeit in den frühen 2000ern gab es auch mal so 5, 6 Jahre,
wo Schalke in die Derbys tendenziell häufig als Favorit reingegangen ist. Dann war es auch eine lange Zeit ausgeglichen. Ist die letzten Jahre jetzt passiert, das wissen wir ja. Guck mal, wenn mein Verein bei Trainerentscheidungen über die Emotionalitätsschiene gehen möchte, dann kann ich das irgendwo verstehen, weil das ist gefühlt das Einzige, was wir noch haben. Bei Dortmund, meine Meinung, an dem Punkt, wo ihr steht, alles, was Trainertyp Terzic, Menschenfänger, Publikumsliebling angeht, Quatsch mit Soße. Meine Meinung, braucht ihr gar nicht. Ihr braucht nicht über das Emotionale und über die Fannähe kommen. Digga, das habt ihr sowieso. Ihr seid sowieso einer der fanstärksten Vereine in Deutschland. Ihr braucht dieses Kämpfen und Malochen und Zusammenhalt-Image gar nicht. Ja, also ich gebe dir da komplett recht. Also es ist nicht zwingend notwendig bei Borussia Dortmund. Das stimmt, also den Rest regeln halt die Fans, regelt das emotionale Umfeld. Natürlich ist es schon geil, wenn du einen Typen an der Seitenlinie hast, der auch die Emotionen aufgreift, der durch ein paar Gesten das Publikum auch mit Fingerspitzengefühl mitreißen kann, weil tendenziell, du sagst es ja, ist es super leicht, das Stadion mitzunehmen, die Atmosphäre auch feurig zu deinen Gunsten zu kreieren. Das ist gar nicht so schwer. Ich liebe Edin dafür, dass er Dortmunder Junge ist, weil er ist es. Ne? Also das ist jetzt wirklich nichts Gespieltes oder so. Ich glaube auch dem Fan Edin Terzic tut das, was momentan passiert, wirklich weh. Er muss das aber ein Stück weit verdrängen und der Trainer Edin Terzic darf das nicht so nah eigentlich an sich ranlassen, wobei er ja auch viele Dinge nah an sich ranlässt und irgendwie auch sehr dünnhäutig manchmal wirkt, was für mich komplett im Übrigen nachvollziehbar und verständlich ist. Aber den Punkt gehe ich auf jeden Fall mit. Für mich ist es so, und das habe ich auch schon mehrfach gesagt, ich glaube, du hast zwei Möglichkeiten, so einen Kader wie den von Borussia Dortmund wirklich hinter dich zu bringen, komplett hinter dich zu bringen. Du kannst ein emotionaler Typ sein wie Edin Terzic und das kann auch zünden, weil du in diesem Fanumfeld dann auch geliebt wirst. Das macht Arbeiten erstmal leichter, ne, würde ich sagen. Das darf aber nicht gefühlt das Einzige sein. Also, entweder du machst das, was du gerade gesagt hast, Simon, und du stellst da wirklich einen Trainer mit einem Rang hin, also der entweder schon als Trainer bewiesen hat, wow, ich habe hier Titel gewonnen und ich weiß schon, was ich da mache, oder ich bin vielleicht ein Ex-Weltklasse-Fußballer wie jetzt eben Xabi Alonso oder auch ein Zidane oder so, wo die sagen, ja wow, den hatte ich als Poster, Bravo, Starschnitt irgendwie über dem Kinderbettchen hängen oder so, dem folge ich alleine durch diese Autorität, weil der selber mal auf dem Platz, wo ich jetzt stehe, Weltklasse war, ja, dann hast du eine ganz andere Bindung. Wenn du das aber nicht hast, also wenn du nicht diesen Mr. Ancelotti hast, wenn du jetzt nicht irgendwie einen Jupp Heynckes hast, ja, so eine Autoritätsperson, eine erfahrene oder halt eben diesen Starspieler, diesen Ex-Starspieler oder so, ne? Cesc Fabregas im Übrigen jetzt auch, glaube ich, das erste Traineramt bekleidet oder so, ne? Sowas ist cool. Wenn du das aber nicht hast und du holst einen No-Name, wie jetzt damals zum Beispiel einen Jürgen Klopp, oder auch einen Thomas Tuchel, als die zu Dortmund kamen, waren die jetzt nicht so krass. Klar, man kannte Kloppo alleine als Experten hier vom Sportstudio und so, ne, keine Frage. Und als Sympathisant, aber jetzt nicht als den ausgewiesenen Trainerexperten. So. Man hatte schon gemerkt, dass der Ahnung hat. Aber wenn du das alles nicht mitbringst, warum sollten sie dir folgen, die Spieler, gerade die Stars? Dann muss dein Plan halt überragend sein. Und dann muss es halt scheppern. Und dann musst du ja, die Jungs so hinter dich bringen, dass du denen wirklich auf dem Platz vermittelst, guck mal, ich habe hier taktisches Know-how, wir spielen 3-4 Systeme, wir können jederzeit umstellen. Ich habe diesen klaren Plan, den setzen wir um, bababababababam. Und dann funktioniert der auch. Und die merken, hoppala, ey, wer ist das denn? Ich kannte den vorher gar nicht, ich habe den Namen nie gehört. Also habe gedacht, hier, der höre ich gar nicht zu, das geht da rein, da raus. Aber wow, boah, der hat ja ein geiles Konzept. Und dann bringst du die Jungs auch hinter dich. Das musst du aber dann haben. Und da weiß ich nicht, ob Edin das hat. Das ist mein Call. Braucht ihr gar nicht. Sehr viel zu gut für. Völliger Quatsch. Braucht ihr nicht. Ihr braucht keinen Trainer, der sich da hinstellt und versucht, nochmal so ein Typ wie Klopp zu werden. Weil A, das wirst du sowieso nicht. Die Ära von Klopp wirst du niemals, niemals toppen können. Da muss schon sehr viel passieren. Und ich sag euch ehrlich, meiner Meinung nach braucht ihr als Trainer jetzt vielleicht nicht gerade einen Lucien Favre, weil die Pressekonferenzen, die waren schon sehr anstrengend. Das war das Extrem in die andere Richtung. Aber hallo, das war doch top, top, top. Das war nicht nur Schlafwagen-Fußball, das war Schlafwagen-PK und das war anscheinend auch Schlafwagen-Ansprache. Es gibt ja dieses Inside BVB, diese Amazon-Doku und das ist ja aus der Favre-Saison, ne? Und da sind wir ja in der Kabine bei ihm. Und dann steht er da halt wirklich einfach nur an dieser Magnettafel und schiebt da irgendwelche Pins hin und her und sagt so, 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 top, 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 merci beaucoup. Und Digga, ich werde eingeschlafen. Also ja, ein bisschen, und das ist das, ein bisschen Emotion und ein bisschen Feuer und ein bisschen Leidenschaft brauchen wir dann schon auch auf der Trainerbank, ne? Meiner Meinung nach braucht ihr einen Trainer, der einfach absolute taktische, spielerentwicklungstechnische Fachkompetenz hat. Ja. Und wenn der am Ende des Tages ein Stinkstiefel ist, mit dem die Fans gar nicht so viel anfangen können, egal. Ich sag euch,
Nee, da muss ich, sorry, dass ich direkt wieder unterbreche, aber Simon, übertrag das doch mal auf euren Verein da. Wenn du da einen Trainer hast, der auch so gar nicht bei den Fans irgendwie ankommt, und man kann sich so gar nicht damit identifizieren und denkt sich in Gottes Namen, weiß ich nicht, ist auch schwierig in so einem emotionalen Umfeld wie dem BVB oder dem FC Schalke oder dem ersten FC Köln. Also wenn du jetzt den Kölnern auch irgendwen da hinstellst, der so gar nicht zu dieser rheinländischen Frohnatur-Kultur irgendwie passt, dann hat der ein schweres Arbeiten, dann hat der einen schweren Stand. Da kann der so geilen Fußball spielen lassen im Team, wie du willst, aber dann nur fußballerisch zu überzeugen, aber zu denken, boah, wann sind wir denn los, weil mit dem kannst du gar nichts anfangen, auch schwierig, finde ich persönlich. Also könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, bei mir, wie ihr das so empfindet. Real Talk, und wenn das wirklich auch nur zu einem Prozent wahr war, sage ich euch eine Sache, was euch in den letzten Monaten richtig gefickt hat. Und zwar, dass Nagelsmann Nationaltrainer geworden ist. Meine Meinung, Nagelsmann 10 von 10 fit für Borussia Dortmund. 10 von 10 fit. Der muss von den Fans nicht geliebt werden. Der kann auch der Ex-Bayern-Arschloch sein. Der kann auch ein bisschen geleckt wirken. Aber der würde aus eurer Truppe und aus euren Jungspielern so ein anderes Level rausholen. Ich glaube, Nagelsmann wäre rein spielerisch für Dortmund ein perfekter Fit gewesen. Auch da grind ich nochmal direkt kurz rein. Das ist ja das Spannende. Also hätte ich Trainer technisch auch sehr gefühlt, weil ich glaube, auf diesem taktischen Niveau gibt es deutschlandweit, gerade wenn du vielleicht mit deutschsprachigen Trainern auch arbeiten willst, gibt es da nicht so viel. Und ich glaube, das hätte auch insofern fitten können, da wäre man am Anfang vielleicht menschlich nicht überzeugt gewesen, zumindest weite Teile nicht, aber der ist noch so jung und auch doch auch emotional, das hätte auch sich entwickeln können, gerade wenn er dann auch fußballerisch auch überzeugt, dann hätte man das, glaube ich, auch fantechnisch noch irgendwie in den Griff bekommen. Spannend ist ja die Frage mit Hans-Joachim Watzke als unserem Geschäftsführer, der ja dann eben auch mittlerweile das Sagen mit beim DFB hat, auch wenn es dann um einen Bundestrainer geht. Jetzt wissen wir, Edin ist nun mal der Liebling von Aki. Das ist jetzt nur eine reine Mutmaßung im Übrigen von mir, ne? So, jetzt holt er den Nagelsmann zum DFB, also schnappt den quasi vom Markt für die eine Geschichte, wo er verantwortlich ist für den DFB. Dadurch ist er natürlich dann auch in der BVB-Diskussion raus, weil er einfach nicht mehr verfügbar ist. Und dann gab es ja auch diese Jobgarantie für Edin und mit dem gehen wir in die nächsten Jahre und eigene Position beim BVB so ein bisschen stärken als Aki Watzke. Ja, ich catch den da weg und tu den da hin, damit er da keine Option mehr ist. Also da merkt man zum Beispiel auch dieses mehrfache Aufgaben haben und an verschiedenen Fronten aktiv sein von Aki Watzke könnte auch zu Interessenskonflikten führen, weil ich nicht weiß, ob er da das Beste macht und da dann auch oder da dann irgendwelche Abstriche macht, damit er da was Besseres machen kann oder so. Das ist zumindest für mich sehr diskutabel, ne? Ich glaube, das ist ein Trainertyp, den du gerade bei Dortmund für die nächste Zeit extremst brauchen könntest. Und ich weiß nicht, ob er es machen würde und je nachdem, wie die Saison zu Ende geht. Aber ich würde es mir auf jeden Fall, wenn die EM vorbei ist, auf jeden Fall mal überlegen und da mal nachfragen. Es wäre schon eine lustige Story, wenn Julian Nagelsmann zu den Dortmundern geht und das wie so ein Redemption-Arc aufzieht, so nach dem Motto, ihr kleinen habt mich damals entlassen und wolltet mir sagen, dass unter mir die Saisonziele gefährdet sind. Euch pisse ich jetzt mit dem dicksten Rivalen übertrieben ans Bein. Ja. Das könnte schon eine Dynamik entfachen, die sehr spannend für die Bundesliga wäre. Das wäre geil. Ob die Dortmunder dann überhaupt dahin kommen, das ist eine andere Geschichte. Man könnte schon eine sehr interessante Dynamik erzeugen. Meiner Meinung nach. Nee, lass mal. Dass das den Münchner nicht gefällt, ist mir klar. So, und ein letzter Punkt. Ein letzter Punkt, der Dortmund dieses Jahr auch noch fickt, ist die Erwartungshaltung. Das Problem ist, ja, du kannst aus der letzten Saison natürlich, das wird sich jeder Fan wünschen, zu Recht auch, du kannst aus der Saison natürlich gehen mit diesem, boah, letzte Saison, das habe ich ja auch gefordert, letzte Saison, wir haben es um einen Punkt nicht geschafft, wir haben es selber verkackt, jetzt greifen wir nochmal neu an. Aber die Wahrheit ist, wenn Bayern München nicht eine komplette YOLO-Aktion während der Saison macht mit Thomas Tuchel, kommt Dortmund niemals in die Situation, an der Meisterschaft zu kratzen. Niemals. Die Dortmunder wären letzte Saison Meister geworden, nicht weil Dortmund so übertrieben geil war. Ja, die haben eine starke Rückrunde gespielt, aber die wären Meister geworden, weil Bayern München über 3-4 Monate der unfähigste Haufen war, den es überhaupt in Deutschland gab. Ja. Auch da stimme ich dir zu, auch da habe ich im letzten Video selber auch zugegeben, ich glaube, hätte man zum Beispiel einen Harry Kane von Beginn an auch in der vergangenen Saison gehabt, hätte das wahrscheinlich anders ausgesehen, es ist aber auch müßig darüber zu diskutieren
Und ja, ich gebe dir recht, wenn da jetzt mit Tuchel und den Bayern nicht der komplette Bruch kommt, dann sind wir da auch ein Stück weit aus der Verlosung raus. Auch insbesondere aufgrund des gezeigten Fußballs. Thema Erwartungshaltung ist für mich aber nochmal ein anderes. Und aus Dortmunder Sicht kann ich dir das sagen. Ich glaube, sehr viele Dortmund-Fans werden mir da jetzt zustimmen. Wir sind's nicht geworden, punktgleich, also eigentlich war es ja sogar nur das Torverhältnis, nur in Anführungszeichen, punktgleich nicht geworden, wegen des schlechteren Torverhältnisses, so. Starke Aufholjagd, bla, Situation kennen wir alle. Dann stehst du als Fanlandschaft komplett geschlossen zum Verein, auch zum Trainerteam, auch zur Mannschaft und richtest die Jungs wieder auf, allesamt in der schwersten Stunde und hilfst ihnen da und prügelst nicht drauf aus Fansicht, was durchaus auch gegangen wäre, dass man so pissig ist. Und ich war auch in der ersten Reaktion echt enttäuscht und auch wütend und sauer, ja. Aber dann diese Größe eben zu beweisen von außen, zu sagen, nee, Borussia Dortmund, und da hätten wir wieder den Claim echte Liebe, der im Übrigen von den Fans ausgeht in Richtung allen anderen Stationen, ja, innerhalb des Vereins und nie von Spieler zu Fans, und die Spieler müssen jetzt echte Liebe haben. Das ist immer als Claim, als Markenbotschaft meiner Meinung nach total falsch verstanden worden. Aber wir zeigen wieder diese echte Liebe, was diesen Verein auch ausmacht. Und dann kriegst du Reaktionen mit aus dem Umfeld vom BVB, von Spielern, von Stuff, whatever, ja, ich jetzt zum Beispiel auch so ein bisschen, die dann sagen, okay, und das können wir, diesen Saisonabschluss, den können wir so nicht auf uns sitzen lassen, ja. Und dann war die Erwartungshaltung vielleicht auch okay, egal was am Ende dabei rumkommt, aber da entwickelt sich jetzt so eine Wut auf sich selber, dass man es verkackt hat, eine Wut auf die gesamte Bundesliga, vielleicht auch die Bayern und so weiter, ne, dass man jetzt sagt, nur so jetzt erst recht, das können wir so nicht stehen lassen. Und diese Aussagen kamen und man hat gesagt so, ja komm, jetzt versuchen wir es nochmal mehr, wir haben so dran geschnuppert, jetzt müssen wir noch mehr investieren und in die Waagschale werfen, um es zumindest noch mehr zu versuchen, um einfach noch mehr zu investieren. Und das war so dieser Aufwind, dass ich gesagt habe, hey, Bayern, Finale daheim damals, ja, die verlieren gegen Chelsea zu Hause das Champions-League-Finale, wir verlieren ein Bundesliga-Finale zu Hause, hey, das ist schlimm, aber Champions-League-Finale zu Hause, ich stelle mir vor, der BVB verliert ein Champions-League-Ding zu Hause im Westfalenstadion, so ein Finale, und dann vielleicht noch gegen Bayern München oder so, Bruder, dann bin ich gebrochen. Bei der Bundesliga habe ich schon Rotz und Wasser geheult und so, aber dann bin ich gebrochen. Ich habe 2013, keine Ahnung, in London hier bei dem Finale, ich war im Stadion, da war ich auch gebrochen. Champions League Finale gegen die Bayern verloren, da war ich gebrochen. Und dann entwickelt sich aber so eine Jetzt-erst-recht-Mentalität und die Bayern haben es doch gezeigt, ja, nach diesem größten Rückschlag, den sie erlitten haben damals, die richtigen Schlüsse gezogen, eine gewisse Wut entwickelt, eine gewisse Gier entwickelt und dann Kasala haben wir einmal auf das Gaspedal getreten und linke Spur und vorbei an allen. So, und auch diese Demütigung, dann DFB-Pokal 5-2 gegen den BVB und so, das alles hat beim FC Bayern München für die Entwicklung gesorgt, die man jetzt sieht. Ja, sie haben auch die richtigen Sachen gemacht mit viel mehr Geld, ne, bevor Aki Watzke das wieder missversteht. Ja, die sind ja auch ganz viel weiter als wir. Aber die haben einfach auch, die waren pissig und haben richtig reagiert darauf. Ja, und haben gesagt, nee, das können wir so nicht stehen lassen. Und das habe ich beim BVB auch gedacht, ja. So, dass man so dann zumindest vom Mindset reingeht in die Saison. Und dann spielst du gegen Heidenheim dieses 2-2 und trittst in den ersten Spielen auf wie Falschgeld. Spielst 1-1 in Bochum oder was? Ja, und du denkst dir, Digga, ne, die wollen mich verarschen. Was ist das für eine leere, heiße Luft gewesen? Was sind das für leere Worthülsen gewesen, die uns da hinwerfen? Mir geht's ja nicht mal darum, dass wir jetzt alles rasieren müssen in 34 Spielen, aber die labern einen von jetzt erst recht und ihr Fans habt uns in der schwersten Stunde gezeigt, was Borussia Dortmund bedeutet. Und man hat das Gefühl, die haben vielleicht verstanden, was der BVB endlich mal ist in der schwersten Stunde. Und dann machen die genauso weiter, als wäre es nie was anderes gewesen, Digga. Ey, jetzt mal im Ernst. Und das hat mich gebrochen und das hat mich pissig gemacht und das macht mich wirklich als Fan unfassbar wütend. Nicht, wo wir stehen, nicht Champions League, Meisterschaft, aber das ist meine Erwartungshaltung, dass man eigentlich die besseren Schlüsse und die besseren Lehren aus dem zieht, was da passiert ist. Und das ist nicht passiert und das bricht mich maximal. So, puh. Es war ja vogelwild, was die gemacht haben. Und ich befürchte, dass das für die nächsten Jahre erstmal... Das war eine einmalige Chance, weil jetzt gerade der Bayern-Kader, das war er auch letzte Saison schon, aber der Bayern-Kader ist so, also es gibt de facto, wir haben in der letzten Ed Broski-Show drüber gesprochen und ich wiederhole jetzt auch vieles, was wir in der letzten Ed Broski-Show gesagt haben, aber es gibt bis auf Kobel keinen Spieler im Dortmund-Kader mit Bayern-Niveau. Stand jetzt. Ich rede nicht vom Entwicklungspotenzial. Kein Spieler außer Kobel würde bei Bayern München Stamm spielen. Niemand. Es gibt Spieler wie so ein Julian Brandt, der würde bestimmt auch bei Bayern München seine Rolle spielen, aber Stamm nur Kobel.
Und es gibt ja auch viele Statistiken, die, sage ich mal, das bestärken. Ne? Also gerade hat zum Beispiel einer reingeschrieben, wenn man sich den Punkteschnitt anguckt aus der letzten Saison, war das ja auch nicht so, dass Dortmund irgendwie 10 Punkte mehr geholt hat als sonst, sondern Bayern einfach 15 Punkte weniger als sonst und es dadurch so eng war. Und es sind halt so sehr, sehr, ich sag, letzte Saison war eine einmalige Chance für Dortmund in den nächsten Jahren. Weil das war, eigentlich ist für Dortmund letztes Jahr alles zusammengekommen. Bei Bayern, es war das Jahr nach Lewandowski, es gab keinen richtigen Stürmer. Es gab Unruhe, wie es sie niemals zuvor gab. Also, ja, ich glaube, schwierig. Bis auf die Trippelsaison war Bayern die letzten Jahre eigentlich immer angreifbar. Die anderen Mannschaften waren einfach zu blöd. Also, da würde ich vehement widersprechen. Nö, ich also, wenn nicht. Du jetzt nicht nur die letzten 3 Jahre meinst, ich zeig dir ganz gerne mal die Abschlusstabellen, okay? Also, 23. Hier sehen wir den Freak Accident. So, 71 Punkte Bayern München, okay? Dann gucken wir uns mal die Saison 22 an, 77. Dann gucken wir uns mal die Saison 21 an, 78. Gucken wir uns mal die Saison 20 an, 82. Dann gucken wir uns mal die Saison 19 an, 78. Dann gucken wir uns die Saison 18 an. Bevor du jetzt da ganz schön im Kicker rumklickst, lieber Simon, musst du aber da, also du kannst gerne vehement widersprechen und ich widerspreche ebenfalls vehement, weil eins zeigen die Zahlen auch. Du hast es jetzt gerade gesagt, ne, dieses Worst-Case-Szenario mit jeweils 71 Punkten. So. Der BVB, wenn er jetzt Meister geworden wäre, man hätte jetzt die 3 Punkte noch gegen Mainz geholt, hätte also 74 gehabt. Das sind dann so in manchen Saisons, die du gerade durchklickst, so 3 bis 4 Punkte weniger gewesen als in den Saisons, wo die Bayern dann deiner Meinung nach so stark Meister geworden sind. Diese 3 bis 4 Punkte hat der BVB aber auch letzte Saison in ganz vielen Spielen liegen gelassen. Sowohl in der Hinrunde als auch in der Rückrunde. Ich sag jetzt mal dieses 3-3 gegen Stuttgart, das Ding in Bochum dann hinterher, dritter Spieltag gegen Werder Bremen, wo du in 2 Minuten noch das komplette Ding verlierst und genau diese 3 Punkte nicht holst. Das heißt, hättest du in diesen engen Spielen in Hin- und Rückrunde noch ein paar Punkte mehr geholt, wärst du auch wieder so bei vielleicht möglichen 80, 82 Punkten gelandet als BVB. Und das ist ein Punkteschnitt, bei dem Bayern München in den letzten Jahren deutscher Meister geworden ist. Herzlichen Glückwunsch. Und dann wärst du zumindest immer nah dran gewesen. Und deswegen ist der Call von demjenigen aus deinem Chat gar nicht so schlecht zu sagen, die Bayern waren verwundbar, die anderen waren nur viel zu doof und haben absolut unterdurchschnittliche Punkte geholt. Das ist zumindest mein Call und meine Interpretation der Sicht. 84. Dann gucken wir uns die Saison 17 an. 82. Die Saison 16. Jetzt kommen die Guardiola-Jahre, die waren sowieso komplett vercrackt. 88. 15, 79, 14, 90. De facto musst du im Schnitt, wenn du Meister werden möchtest, 83 Punkte oder so holen, um die Bayern zu schlagen. Im Schnitt. Ja. Und, Bro, das ist halt dann, da musst du eine Saison spielen, wo du dir dieses eine Ausrutscherspiel einfach nicht leisten kannst. Nee, sehe ich nochmal anders. Sehe ich nochmal anders. Die BVB-Saison, man sagt jetzt, ja, also die Bayern, die waren nicht gut, aber der BVB war nur in der Meistersituation, weil die Bayern nicht gut waren. Das Ding ist, wir waren ja wirklich spielerisch nicht mal gut in der Saison. Also es gab viel, viel Aufs und Abs. Und wie gesagt, wenn du überlegst, dass wir einfach vor dieser Winter-WM Sechster waren, aus den Champions-League-Rängen rausgerutscht sind und so, ne? Was wäre denn da möglich gewesen, wenn du jetzt ein bisschen mehr geleistet hättest, gerade eben in den engen Spielen? Das gelingt dir als BVB, da gehe ich ja noch mit, bestimmt nicht jedes Jahr auf diesem Niveau, gerade die Guardiola-Jahre so, ne, alles gut. Aber es hätte deutlich enger gestaltet werden können, wenn du einfach deine Hausaufgaben gemacht hättest als BVB in den letzten Jahren. Und deswegen ist der Call von dem Dude aus deinem Chat völlig richtig immer noch, ne? Ich sag mal, wenn, klar, ne, erinnere dich doch mal an hier Man City und Liverpool, ne, Guardiola und Klopp. Wenn die sich da beefen und der eine holt 98 Punkte und der andere 97 und obwohl du 97 Punkte holst, wirst du nicht Meister, weil einer einfach noch krasser war mit einem Punkt. Ja, dann so what? Dann hat das auch einfach in Gottes Namen verdient, Meister zu sein, egal in welcher Liga. Ne? Wenn dann also die Bayern wieder 88, 90 holen und wir holen 82 oder 83, dann war es trotzdem geil und dann war es eine richtig gute Saison und dann war es wirklich mal ein Battle über eine Saison auf Augenhöhe. Nochmal, du spielst gegen Bayern 2x90 bis 95 Minuten. Das sind de facto 6 Punkte, die sind wichtig am Ende, ne, hinterher in der Abrechnung, hundertprozentig, aber du musst einfach gegen die anderen deine Punkte holen und nochmal, wenn jetzt dieses Finanzthema nochmal kommt, die Bayern sind so viel finanziell weiter, ja, aber der BVB ist, gut, Leverkusen und beziehungsweise gerade auch Leipzig holen da jetzt immens auf, ne, keine Frage, gerade Leipzig mit den finanziellen Möglichkeiten, aber
normalerweise ist auch der BVB von allen anderen in der Bundesliga meilenweit finanziell entfernt und da verkacken wir es ja trotzdem regelmäßig. Also das ist für mich kein Argument, was irgendwie gilt. Ja, pack dir mal an die eigene Nase, BVB, und liefer einfach mal wieder sportlich ab, dann reden wir vielleicht auch wirklich über ein spannendes Meisterding. Wenn du Meister werden möchtest in den letzten Jahren, musst du, vom Gefühl her, darfst du kein Spiel gegen die Bayern verlieren und darfst maximal zwei Ausrutscherspiele drin haben. Wenn überhaupt. Aber sobald du, und dafür waren die Dortmunder in den letzten Jahren immer bekannt, sobald du diese typische Niederlage in Augsburg, das Unentschieden zu Hause gegen Heidenheim drin hast, vorbei. Weil die Bayern einfach zu stark sind. Und deshalb bleibe ich auch ein bisschen skeptisch mit der Bayern 04 Leverkusen Euphorie. Es ist geil, was die machen, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die das über 34 Spieltage durchziehen. Ich würde es mir wünschen, es wäre super geil für die Liga, aber die werden auch mal irgendwann ihr Spiel drin haben. Yo! Und damit, liebe Leute, haben wir auch diese Reaction im Kasten. Also auf jeden Fall gutes Material, um drüber zu diskutieren, finde ich. Fand's auch geil, dass da manche Calls nicht gleich waren, dass man da einfach andere Ansichten hat. Ich würde nicht mal sagen, dass die eine richtiger ist und die andere falscher. Es sind einfach andere Ansätze und andere Ansichten. Aber genau dafür ist so ein Austausch auch da und dafür mag ich so Reactions und mache die auch sehr gerne. Das heißt, cool, ihr habt es mir direkt geschickt. Ganz viele von euch, ey, Broski hat da ein neues Video, kannst du nicht, machst du nicht. Trotz Erkältung, trotz verrotzter Nase hatte ich da richtig Bock drauf. Hat mir unglaublich Spaß gemacht, das Ding zu machen und mit dir quasi über Fußball und den BVB zu quatschen. Haut's in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung und lese mir das natürlich auch durch und werde auch da hier und da antworten und Rede und Antwort stehen. In dem Sinne, wenn euch meine Reaction gefallen hat, ne, und alle Broski-Sachen findet ihr natürlich nochmal in den Shownotes unten auch verlinkt, der Kanal und das Originalvideo, wenn ihr euch das nochmal reinziehen wollt, ohne mein Gelaber und so weiter und so fort, einfach auch da abonnieren und Daumen nach oben und so. Aber wenn euch das hier gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben, den Kanal abonnieren, wer es noch nicht getan hat, und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr und in dem Sinne trinke ich jetzt irgendwie eine heiße Zitrone und knall mich hin. Nur der BVB, aber nur der BVB, ganz egal, was auch kommen mag. Ich bin raus, euer Toxi, ciao.